Hey, Hogarthofeln, ein weiteres Itemshop-Video ist heute für euch am Start. Wie immer eine Sache vorneweg, falls ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne den Creator-Code EddieTheAfro eingeben und damit zurück zum Shop. Wir haben zwei neue Waffenskins, wie es ausschaut, und ein paar alte Sets wieder am Start. Der Rex, der alte Klassiker, legendärer Skin, einer der ersten legendären Skins, die es überhaupt gab. Sieht auch sehr, sehr einzigartig aus, wobei ich sagen muss, den weiblichen finde ich sogar noch ein bisschen cuter. Der Rucksack vor allem, der ist richtig cool. Ansonsten die Dino-Skins sind einfach Klassiker. Die haben den 2000er Preistag auf jeden Fall verdient. Der kräftige Biss sieht jetzt hier nicht so eindrucksvoll aus, aber soweit ich weiß, bewegt er sich auch so ein bisschen und klackert mit den Zähnen, wenn man damit zuschlägt. Pterodactylus ist das Einzige, was ich an dem Set nicht so geil finde. Ich finde den Gleiter ein bisschen hässlich. Einzigartig, aber trotzdem nicht so schön. Der Beef Boss ist der klassische Burger Skin. Und mir fällt jetzt erst auf, dass die Pommes wackeln, wenn man sich so bewegt. Das ist nochmal ein Pluspunkt. Ich finde den Skin an sich eh schon ganz geil. Der Bretings-Klatscher. Das hört man jetzt hier nicht so gut, aber normalerweise hört man da so ein kleines Grillzischen. Und die fliegende Untertasse. Ich habe gehört, dass hinten sogar Senf und Ketchup rauskommt, wenn man mit dem rumfliegt. Also meine Wünsche sind alle erfüllt. Ich finde das jetzt sehr cool. Und der Tomatentopf, der Gründer von Pizza Pit, ist auch mit am Start. Wir wissen jetzt mittlerweile, bei Retail Row sind Dörrburger und Pizza Pit direkt nebeneinander. Der einzige Unterschied ist, dass der Tomatenkopf hier auch noch eine Herausforderung hat, um seine Krone freizuschalten, die ich wirklich sehr, sehr geil finde. Also ein zusätzlicher kostenloser Stil. Wenn es den auch noch beim Burger gibt, hätte ich nichts dagegen. Der Extra-Käse sieht super geil cremig und fluffig aus. Dieser Käse ist sowas von geil animiert. Boah, da bekomme ich direkt Hunger auf Pizza. Super cool. Axteroni klingt ziemlich cool und bewegt sich auch noch dazu. Finde ich auch eine sehr coole Spitzhacke. Dann kommen wir zu den neuen Waffenskins. Rote Schuppen. Ah, das passt natürlich jetzt perfekt zu den Dinos. Das sieht wirklich ziemlich cool aus, ganz ehrlich. Ist zwar nicht animiert, animierte Waffenskins sehen super geil aus, aber für die nicht animierten ist das mit der beste bisher. Die Farbkonvention gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Lama Kadabra und gut geölt gleich zwei Tänze hintereinander. Da lasse ich euch mal mit der Musik alleine bei beiden. Ich habe mir den Tanz, wie ihr sehen könnt, direkt gekauft, als er rausgekommen ist. Finde den super geil. Ich mag sowieso Robotertänze und auch in Real Life den Roboter zu tanzen. Dann haben wir den Dino, den weiteren Waffenskin. Sieht auch ziemlich lässig aus. Passt natürlich perfekt zum Rex. Das andere natürlich zum weiblichen Dino-Skin. Die sind wirklich super. Also falls ihr den normalen Skin habt, könnt ihr jetzt eure Waffe auch nochmal dementsprechend farblich anpassen. Dann haben wir noch den Dynamo, den weiblichen Wrestler-Skin. Kein persönlich großer Fan davon, aber ich weiß, dass der viele Fans hat, deswegen will ich nichts dagegen sagen. Und die rote Verteidigerin, der weibliche Skin vom Neujahrsfestival vom Chinesischen, jetzt auch mit Wintermütze. Sieht wirklich sehr, sehr cute aus. Würde mir wünschen, dass bei anderen Skins auch nochmal so ein kleines Detail dazukommt. Und das war schon wieder der Shop von heute. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich verabschiede mich mit mir an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.